Also willkommen zu meinem Video. Heute ist der 12.11.2020. Es gibt nicht viel Neues und das Video wird wieder recht kurz. Aber ich wollte erzählen, dass wir heute wieder meine Haare gecurlt haben, also meine Mutter und ich. Und dass mein Papa morgen wieder in Dienst geht, arbeiten, weil die Absonderung vorbei ist. Und dann müssen wir noch ein paar Tage mit den Besuchen und so warten. Und dann können auch wieder normal die Assistenten kommen. Bald. Und mir geht's im Allgemeinen ganz gut. Ich habe gestern mit Kerstin telefoniert, was ich gesagt habe. Und das tut mir immer ganz gut und hat mir sehr geholfen, weil mir irgendwie die Decke am Kopf fällt durch den erneuten Lockdown. Aber es ist jetzt klar, dass die Zahlen so nicht stimmen. Also anscheinend nicht stimmen. Und dass entweder viel weniger Leute krank sind oder irgendwas da falsch gemacht wurde und die Zahlen auf jeden Fall nicht korrekt sind. Und je nachdem wird dann entschieden, ob es so weitergeht oder ob ein kompletter Lockdown ist oder ob wieder mehr geöffnet wird. Und auf diese Entscheidung warte ich, weil mir geht's halt mit dem Lockdown nicht recht gut und auch wenn ich die Isolation gewöhnt sein sollte, ist es einfach nicht leicht, damit so klar zu kommen und das so anzunehmen, wie es ist. Und ich gehe viel mit meiner Mutter spazieren, aber das ist einfach nicht das Gleiche und jetzt durch die Absonderung von meinem Vater hat es das Ganze noch schwieriger gemacht und ich hoffe, dass die Maßnahmen, dass die Zahlen so nicht stimmen und dass die Maßnahmen bald gelockert werden können, weil Kaffeehausbesuche und so weiter sind einfach für mich so Sachen, die dazugehören oder die ich brauche und Assistenzbesuche und diese ständige Bedrohung von außen durch Corona macht das Leben nicht einfacher. Und da mein Vater in einem öffentlichen Dienst arbeitet, macht das Ganze nicht einfacher, wenn immer die Bedrohung da ist, dass irgendein Kollege Corona hat und ihn ansteckt. Ich meine, das kann uns auch beim Einkaufen passieren oder so, aber dadurch, dass die Zahlen zuletzt ja so gestiegen sind und es immer mehr Fälle auch in der Arbeit gab und in den Schulen, macht es das noch bedrohlicher und noch gefährlicher für uns. Und meine Mutter und ich sind Risikopatienten. Das habe ich immer betont und ja, ich weiß, es schützt mich nicht immer zu sagen, dass ich ein Risikopatient bin, aber es ist nun mal so und wenn die Zahlen dann nicht stimmen, dann kann man sich auch auf nichts verlassen und dann stellt halt alles eine Bedrohung dar.
Und so. Das macht alles nicht unbedingt einfach, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Und deswegen die regelmäßigen Gespräche, zumindest mit Kerstin. Von Christoph habe ich schon lange nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, was da los ist. Kann ich aber auch nicht sagen und ich habe es noch immer nicht geschafft, meine Mutter dazu zu bringen, bei Christoph anzurufen. Oder mein Vater und das ist halt schwierig. Aber ja. Ich weiß einfach nicht, wie sich die Situation weiterentwickelt und wie es dann für uns ausgeht im Endeffekt, bis ein Impfstoff da ist. Und wie gesagt, wahrscheinlich kann ich mich sowieso nicht impfen lassen. Aber das ist halt noch Frage der Zeit. Und dann wird man sehen, ob und wie und wann. Aber naja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines.